Hallo, herzlich willkommen im Namen von Vision Kino und den Schulkinowochen zu eurem Filmgespräch zum Film Into the Beat. Mein Name ist Yvonne Beckel und ich hätte heute mit euch im Kino das Filmgespräch geführt und für euch auch noch Gäste interviewt. Und ich finde es persönlich sehr schade, dass wir uns nicht kennenlernen können. Aber ich habe gedacht, ich schicke euch einfach ein paar Anregungen in euer Filmgespräch, ein paar Fragen, die ihr vielleicht mit aufnehmen könnt. Into the Beat ist ja ein sehr rasanter Film mit tollen Tanzszenen und vor allem einer sehr interessanten Story. Denn Katja, die von klein auf Ballett trainiert und jetzt kurz vor der Aufnahmeprüfung an die New York Ballet School steht, die muss jetzt entscheiden, will sie weiter Ballett machen oder will sie lieber Streetdancerin werden. Und möglicherweise konnte sich der eine oder andere von euch ja auch damit schon identifizieren, weil er vielleicht eine ähnliche Situation schon mal erlebt hat. Wenn man etwas ganz Besonderes möchte und die Eltern vielleicht nicht dieser Meinung sind. Deswegen meine erste Frage, hättet ihr euch alle genauso verhalten wie Katja? Wer von euch hätte vielleicht etwas anders gemacht? Ich habe mich manchmal gefragt, ob Katja nicht hätte schon sehr viel früher mit ihrem Papa übers Ballett reden sollen. Denn schon am Anfang des Films hatte ich das Gefühl, dass sie nicht mehr so richtig glücklich ist. Ein weiteres Thema des Films finde ich, was ganz wichtig ist, was ist Leidenschaft? Das ist eine nicht so einfache Frage, glaube ich. Aber wenn ich mir Marlon anschaue und eben auch Katja, dann sage ich mir, die verbringen wirklich jede freie Minute ihrer Freizeit mit dem Tanzen. Und dazu gehört schon was. Das muss man dann wirklich sehr, sehr mögen. Und vielleicht hat der eine oder andere von euch ja auch schon Erfahrungen damit, mit Dingen, die er wahnsinnig gerne tut. Und ihr könnt euch dazu anhand von den Filmszenen auch nochmal austauschen. Was mir dann, und das wäre jetzt Nummer drei, ganz wichtig ist bei Filmgesprächen, ist natürlich auch über den Film zu sprechen. Und Into the Beat ist in dem Falle auch etwas Besonderes, denn er hat natürlich auch sehr viele schöne Tanzszenen. Und solche Tanzszenen in einem Film herzustellen, das ist immer nicht so einfach. Da müssen im Hintergrund sehr viele Menschen dran arbeiten. Zuallererst die Choreografin, beziehungsweise hier waren es sogar zwei Choreografen, und die sich dann anhand eines Musikstücks, das der Regisseur vorgibt, eine Choreografie ausdenken, die dann den Schauspielern beibringt. Und dann kommt eben der große Moment, wenn das Ganze gedreht wird. Und ich würde euch vorschlagen, dass ihr euch die Szene in der U-Bahn noch einmal ganz genau anschaut. Mit der großen Frage, wie haben die das gemacht? Ich bin mir ganz sicher, dass viele von euch ja wissen, dass eine Filmszene aus sehr vielen Schnitten besteht. Das heißt, die Szene wird aus verschiedenen Kameraperspektiven aufgenommen und am Ende geschnitten. Und es ist sehr spannend, mal zu sehen, wie das bei so einer komprimierten, sage ich jetzt mal, das heißt, die Leute sind natürlich alle ganz eng in dieser U-Bahn drin, gemacht wurde. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei eurem Filmgespräch und möchte auch noch mal sagen, es gibt ja auch noch Grußbotschaften vom Produzenten und von den beiden Hauptdarstellern, der Hauptdarsteller von Marlon und die Hauptdarstellerin von Katja. Und ja, da werdet ihr auch noch erfahren, wie ihr Fragen an sie loswerden könnt. Und ich sage jetzt nur noch viel Spaß, bleibt gesund und ich bin mir ganz sicher, dass wir uns nächstes Jahr bei den Schulkinowochen wieder persönlich sehen. Und da freue ich mich schon sehr drauf und sage Tschüss!